Ich bin sicher, dass du Situationen in deinem Leben kennst, wo du beunruhigt bist, wo du wahrnimmst, dass sich in dir, in deinem Inneren etwas regt, wo du traurig bist, wo du irgendwie mit Situationen nicht so ganz klarkommst, wo sich in dir ein Gefühl breit macht, was mit beunruhigen oder beängstigt oder verängstigt zu tun hat. Neulich ging es mir auch so, dass ich total im inneren Menschen beunruhigt war und auch so ein bisschen ängstlich und wie kann das werden? Und in meiner Seele war ich wirklich so ein bisschen betrübt. Und dann fiel mir ein Vers ein, den ich schon ganz, ganz lange kenne, der im Psalm 42 zweimal vorkommt und im Psalm 43 auch nochmal vorkommt, identisch gleich geschrieben. Und die erste Frage in diesem Vers heißt: Was bist du so betrübt oder so beunruhigt, meine Seele? Das war für mich auch die Frage, was ist da eigentlich los? Um was geht es hier eigentlich? Was bist du so betrübt, meine Seele in mir? Und dann geht dieser Vers weiter und darin habe ich entdeckt, dass es da eine Antwort von Gott gibt. Da steht nämlich dann: Harre auf Gott. Harre auf Gott. Dieses Wort harren, das ist etwas, was wir im Deutschen, im Sprachgebrauch, im Umgangssprachlichen gar nicht mehr so haben. Wir sagen eher halte aus oder bleib dran. Aber dieses Ausharren ist noch viel, viel stärker. Das heißt, dass wir auch durch diese vielleicht beunruhigende Situation, die wir empfinden, oder mit diesen Verängstigten, dass wir da durchgehen. Und dass wir nicht alleine durchgehen, sondern dass wir auf Gott harren, dass wir auf Gott vertrauen, dass wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, dass wir unsere Zuversicht in Gottes Handeln setzen. Harre auf Gott, das ist der Rat. Warum bist du so betrübt, meine Seele in mir? Harre auf Gott. Und dann kommt zusätzlich noch eine Verheißung, quasi obendrauf. Denn ich werde ihm noch danken. Ich werde ihm noch danken. Also die Situation, die mich jetzt so beängstigt, wo meine Seele betrübt ist, wird durch das Ausharren, durch die Hoffnung, durch das Vertrauen in Gottes Handeln an mir belohnt. Denn er wird mir eine Lösung schaffen. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Ich werde ihm noch danken für die Situation, in der ich jetzt bin, durch die ich mit ihm durchgehen werde und er wird mir ein Zeugnis aufrichten. Was bist du so betrübt, meine Seele in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Ich werde ihm noch danken. Ich möchte dich ganz neu heute dazu aufrufen, dass du diesen Vers nimmst. Vielleicht schreibst du ihn dir auf. Vielleicht legst du ihn dahin, wo du vorbeikommst heute im Lauf des Tages oder du steckst ihn in deine Tasche, dass du ihn vor Augen hast, wenn deine Seele in dir, wenn dein innerer Mensch betrübt ist, verängstigt ist. Harre auf Gott. Harre auf Gott. Sei mutig. Harre auf Gott. Denn ich werde ihm noch danken. Ich weiß, Gott hat mehr für dich.